Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hamburg wird Fahrradstadt. So haben wir es im Koalitionsvertrag vereinbart. Und das ist das Ziel des neuen rot-grünen Senats. Das ist uns bewusst ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber, meine Damen und Herren, es ist ein erreichbares Ziel. Und der Senat ist jetzt 5 Monate im Amt. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, einmal ein Fazit zu ziehen und festzustellen, dass Rot-Grün die Weichen für die Fahrradstadt Hamburg zügig gestellt hat. Wir haben in den letzten 5 Monaten wichtige Grundlagenbeschlüsse für den Radverkehr gefasst. Und man kann unterm Strich festhalten, die Fahrradstadt Hamburg hat mittlerweile ordentlich Rückenwind bekommen. Wir können vielleicht einmal gucken, was für Beschlüsse wir hier im Hause gefasst haben. Kurz nach der Senatsbildung haben wir beschlossen, statt 70 neue Stadtradstationen zu bauen. Die sollen noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Die Behörde ist mittlerweile dabei, die Flächen zu prüfen. Die Stationen werden Stadtteile an das Netz anbinden, die bisher nicht angebunden sind und sind ein wichtiger Beitrag für die Mobilität in Hamburg. Und wir haben hier wichtige Grundlagenbeschlüsse aus dem Koalitionsvertrag in Ersuchen der Bürgerschaft umgewandelt. 50 Kilometer Radverkehrsanlagen wollen wir per anno bauen, sanieren und instand setzen. Das haben wir hier beschlossen. Wir haben beschlossen, die Velorouten bis zum Ende der Legislatur fertigzustellen. Das war ein einstimmiger Beschluss. Darüber bin ich sehr dankbar. Und es war ein sehr wichtiger Beschluss für die nächsten 5 Jahre. Wir sind dabei, nicht nur die Radwege zum Fahren instand zu setzen, sondern auch gute Bedingungen zu schaffen, um das Fahrrad am Ziel angekommen auch sicher abzustellen. Das Bike-and-Ride-Konzept wird kontinuierlich umgesetzt. Am U-Bahnhof Saarlandstraße beginnen demnächst die ersten Bauarbeiten. Und dazu werden wir heute auch noch kommen. Wir werden die ersten Grundlagen legen, um die Fahrradstation am Hauptbahnhof endlich voranzutreiben und auch da an zentraler Stelle eine sichere Abstellmöglichkeit, aber auch weitere Servicedienstleistungen in der Innenstadt von Hamburg anbieten zu können. Und in der jüngsten Vergangenheit haben wir auch wichtige organisatorische Maßnahmen getroffen für die Fahrradstadt Hamburg. Ab 1. Oktober diesen Jahres wird es eine Radverkehrskoordinatorin geben. Meine Damen und Herren, Rot-Grün zeigt mit der Besetzung dieser Position und auch mit der Schaffung dieser Position, wie wichtig uns die Radverkehrsförderung ist. Es ist ein Ziel des ganzen Senates. Ähnlich wie der Wohnungsbaukoordinator kann auch die Koordinatorin beispielsweise dadurch, dass sie Entscheidungswege beschleunigt und gegebenenfalls abkürzt, Konflikte lösen und so dazu kommen, dass wichtige Projekte umgesetzt werden. Und gerade diese Funktion als Konfliktlösungsstelle, meine Damen und Herren, die ist wichtig, weil natürlich ähnlich wie beim Wohnungsbau geht es auch in der Verkehrspolitik in Hamburg um Flächen. Und diese Flächen sind schließlich endlich. Der Straßenraum ist bei den Hausfassaden am Ende und geht nicht weiter. Wir müssen uns irgendwie arrangieren mit allen Verkehrsteilnehmern, wie ist der Straßenraum aufzuteilen, sind diese Zielkonflikte zu lösen. Und genau da spielt die Koordinatorin eine wichtige, eine ausgleichende Rolle. Und sie soll ein Bündnis schließen für den Radverkehr mit den Bezirken, mit den Fachbehörden, dass wir gemeinsam daran arbeiten, die Fahrradstadt Hamburg umzusetzen. Ich freue mich, dass wir mit Kirsten Pfau eine sehr engagierte und eine sehr fähige Fachkraft gefunden haben. Sie kennt die hamburgische Verwaltung, sie hat schon viele Stationen in der Verwaltung besetzt. Sie kennt das Recht und
Sie kennt vor allem die Materie als ehemalige Vorsitzende des ADFC. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich und ich lade alle ein, gemeinsam dieses Ziel umzusetzen. Vielen Dank.